Grüßen nach NRW, weil unsere Mitglieder in NRW haben einen großartigen Wahlkampf hingelegt mit viel Herzblut, mit viel Engagement. Und ich meine, für alle, die es spannend mögen, wird das ein toller Abend. Ja, das kann man schon mal so sagen. Fest steht, dieser Wahlkampf hat wichtige Themen angesprochen. Für bezahlbares Wohnen, gegen Kinderarmut, für gute Arbeit. Und fest steht, selbst bei einer höheren Wahlbeteiligung ist es der Linken in NRW gelungen, ihr Ergebnis zu verdoppeln. Das ist ein Riesenerfolg, das ist das Ergebnis eines tollen Wahlkampfs. Bundesland passiert ist, das gibt wirklich Rückenwind für den Bundestagswahlkampf. In NRW leben 700.000 Kinder in Armut schon. Allein das ist ein wichtiger Grund, dass ein Land wie NRW eine linke Fraktion im Landtag verdient hat, die verlässlich eine Stimme für soziale Gerechtigkeit ist. Ob wir dann den Einzug feiern können, wissen wir endgültig, wenn das amtliche Endergebnis feststeht, aber die Zahlen versprechen doch Gutes. Insgesamt muss man natürlich sagen, diese Wahlen sind Ausdruck einer Rechtsverschiebung und das liegt wahrlich nicht an uns, denn wir haben gekämpft und wir als Linke, wir haben geliefert. Aber SPD und Grüne zusammen haben mehr als 10% verloren und diese Klatsche, die haben sie sich selbst zuzuschreiben. Hannelore Kraft ist über das Stöckchen der CDU gesprungen und hat auf Ausschließerittes gesetzt. Wer fortschrittliche Mehrheiten will, der darf aber nicht ausgrenzen, sondern der muss auch mal was wagen und muss ein bisschen Haltung bewahren und darf sich nicht verhalten wie ein Blatt im Winde. Viele junge Mitstreiterinnen und Mitstreiter gewonnen haben im Wahlkampf in NRW. Wir werden heute bangen und hoffen, bis wir ganz sicher sein können, dass es jetzt auch in NRW eine linke Landtagsfraktion gibt. Aber in den Parteizentralen von SPD und Grünen wird es heute überall lange Gesichter geben. Und das sage ich nur zu Recht. Denn wer was verändern will in diesem Land, der darf nicht vor der CDU kuschen. Wer fortschrittliche Mehrheiten will, der muss eben mal vorangehen. Aber für uns steht fest, so oder so, egal wie das amtliche Endergebnis aussieht, mit diesem Ergebnis in NRW ziehen wir voll Schwung in den Bundestagswahlkampf. Wir machen Druck für soziale Gerechtigkeit und für Frieden, denn das braucht dieses Land.